Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In dem heutigen Video sprechen wir über die Punktprobe mit einer gegebenen linearen Funktion. Wie du siehst, wir haben diese Funktion gegeben, diesen Punkt, und wir werden jetzt rechnerisch überprüfen, ob dieser Punkt auf dieser Geraden liegt oder nicht. Hier an der Seite, da habe ich dir übrigens die Schritte hingeschrieben, die du so auf jedes andere Beispiel dieser Art übertragen kannst. Es kann ja durchaus sein, dass du irgendeine andere lineare Funktion gegeben hast oder einen anderen Punkt gegeben hast. Wenn du aber diese Schritte richtig abarbeitest, dann wirst du auch bei deinem Beispiel oder bei deiner Aufgabe zu der richtigen Lösung kommen. Erster Schritt. Im ersten Schritt schnappen wir uns die x-Koordinate des Punktes. Eine x-Koordinate ist immer die erste Koordinate, also diese hier, und setzen diese für das x in diese lineare Funktion ein, also hierfür. Das Ganze natürlich schriftlich, also erster Schritt. Alles andere bleibt übrigens beibehalten. Da sind wir bei y ist gleich 2. Und übrigens, zwischen einer Zahl und einer Variablen, wenn dort nichts steht, ist immer eine Malrechnung. Mal, und jetzt kommt das x, also das x wollen wir ja durch 1 ersetzen. 1, weiter abschreiben, plus 4. So, erster Schritt ist abgearbeitet. Im zweiten Schritt können wir jetzt die rechte Seite ausrechnen. 2 mal 1, also denk an Punkt vor Strichrechnung. 2 mal 1 ist 2. Die plus 4 fällt nicht weg. Und jetzt nochmal 2 plus 4, das ist 6. Zweiter Schritt ist ebenfalls abgearbeitet. Im dritten Schritt vergleichst du jetzt das Ergebnis deiner Rechnung mit der y-Koordinate, also mit der zweiten Koordinate des Punktes. Wenn diese beiden Zahlen übereinstimmen, dann liegt der Punkt auf der Geraden, andernfalls nicht. Nun, du wirst mir recht geben, 6 ist nicht dasselbe wie minus 6. Also, wir haben die y-Koordinate verglichen und wir können jetzt entscheiden, am besten mit Hilfe eines Antwortsatzes, ob dieser Punkt drauf liegt. Weil diese beiden Zahlen sich unterscheiden, liegt der Punkt natürlich nicht auf der Geraden. So, das ist dann der Antwortsatz. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Eine andere Funktion, ein anderer Punkt, selbes Vorgehen allerdings. Im ersten Schritt schnappen wir uns wieder hier diese x-Koordinate und setzen diese hier für das x ein. Also, wir notieren den ersten Schritt. So, da sind wir bei y ist gleich minus 2 mal 2 plus 1. Erledigt. Zweiter Schritt, einmal die rechte Seite ausrechnen. Minus 2 mal 2 negativ, mal positiv ist negativ, 2 mal 2 ist 4. Insgesamt sind wir hier also bei dieser Malrechnung erst einmal bei minus 4. Die plus 1 fällt nicht weg. Minus 4 plus 1 ist minus 3. Jetzt haben wir das Ganze ausgerechnet. Jetzt vergleichen wir natürlich unser Ergebnis, also diese minus 3, mit der y-Koordinate des Punktes, das heißt mit der zweiten Koordinate des Punktes. Und jetzt können wir natürlich im vierten Schritt entscheiden, ob dieser Punkt drauf liegt oder eben nicht. So, wir sehen zweimal dieselbe Zahl. Minus 3 ist natürlich dasselbe wie die minus 3, also liegt der Punkt auf dieser Geraden. So, das war auch schon die Punktprobe mit einer linearen Funktion. Ich hoffe natürlich, dass dir dieses Video und die ganzen Schritte so geholfen haben. Schreib mir super gerne mal dein Feedback in die Kommentare. Auch falls du irgendwelche Videowünsche hast zu diesem Thema oder zu irgendeinem anderen Thema, da bin ich immer total offen. Denn mein Ziel ist es ja einfach, dass meine Videos zu deinen Lerninhalten passen. Und jetzt verlinke ich dir auf jeden Fall nochmal die komplette Playlist zu den linearen Funktionen, denn dazu habe ich ja schon etliche Videos gedreht. Darunter vielleicht nochmal ein passendes Video. Und jetzt sollte mein Icon eingeblendet werden. Da würde ich mich natürlich mega freuen, wenn dich dieses Video überzeugt hat und wenn dir meine Art der Erklärung etwas taugt, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest und wenn du vielleicht beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir wie immer ganz viel Erfolg beim Lernen.